Servus Team Erdinger. Heute zeige ich euch ein paar Lauftechnik-Tipps. Aber vorher fangen wir natürlich mit einer gescheiten Erwärmung an. Dazu zwei, drei Übungen, bitte vor jedem Lauf unbedingt machen. Wir fangen an mit Schwungübungen. Halte ich relativ viel von. Das Beinchen schön durchschwingen. Dabei die Hüfte stabil halten. Ja, stabil im Rumpf. Groß bleiben. Das wird uns später beim Lauftechniktraining auch nochmal begegnen. Immer stolz, groß bleiben. Ja. Bisschen advanced wäre, wenn man jetzt hier noch das Ärmchen mit zunimmt. Ja, genau. Immer wichtig, beide Seiten. Ja. Linke Seite genauso. Dann seitlich schwingen. Wieder stabil im Rumpf bleiben. Beide Seiten. Gut. Dann zu den Fußgelenken. Das auch. Einfach die Fußgelenke ein bisschen kreiseln. Beide Richtungen. Sollte jetzt auch gar nicht so viel Zeit drauf verwenden. Einfach mal kurz alles durchmobilisieren. Viermal rechts rum, fünfmal rechts rum und das gleiche dann auch andersrum. Alright. Gut. Dann als letzte Übung immer noch mal ein bisschen den Hüftbeuger aufdehnen. Ist jetzt ein bisschen blöd auf dem Asphalt, aber wir machen es trotzdem. Einfach hier nochmal kurz reingehen. Groß bleiben. Kurz den Hüftbeuger andehnen. Nicht länger als 5 bis 10 Sekunden. Und die andere Seite ganz genauso. Einfach hier nochmal rein. Auch wichtig, groß bleiben. Groß bleiben. Andehnen ist das, was wir eigentlich wollen. Also wir wollen keine tiefe Dehnung haben, sondern wir wollen ein Andehnen haben. Dann nochmal den Klassiker vorne weg machen. Nochmal kurz hier andehnen. Beidseits. Ja. Und wer es mag, gerne auch nochmal hier kurz die Wade andehnen. Ja. Nicht länger als, wie gesagt, 5, maximal 8 Sekunden. Aber er hat gesagt, und dann seid ihr eigentlich schon ready to go. Also einfach so als Routine wirklich vor jedem Lauf. Geht super schnell und ist wichtig, um einfach Verletzungsprophylaxe zu betreiben. Übungen. Mein Lauftrainer und ich, wir sind ja nicht die großen Fans von Lauftechnikübungen, sondern es geht darum, unserer Meinung nach Körpergefühl zu schulen, zu wissen, wo landet der Fuß, was für eine Körperspannung habe ich. Nichtsdestotrotz gibt es dafür zwei, drei gute Übungen, die man aber während des Laufes auch ganz gut mal integrieren kann. Jeder kennt von euch noch das klassische Anfersen. Anfersen würde ich etwas variieren. Also man hat immer ja früher suggeriert, dass dieses Anfersen hier stattfindet. Das machen wir bitte nicht, sondern wir fersen hier an. Ja? Also wieder stabil im Rumpf und der Fuß zieht mit der Ferse unter den Po. Das Knie geht also hoch. Und das sieht dann im Laufen, sieht das dann so aus. Als klassische Übung, als Anfersen. Im Laufen sieht das dann so aus hier. Das wäre so die erste Übung, die kann man ganz gut auch mit einbauen ins Laufen selber. Gut.
Die nächste Übung ist eigentlich eine, die unterbewusst immer stattfinden sollte. Das nennen wir kontrolliertes Fallen. Also, bei jedem Lauf, den ihr macht, solltet ihr euch in den Schritt reinlehnen. Ja, das heißt, vor jedem Lauf nochmal einen tiefen Atemzug nehmen, tief einatmen, groß werden, immer dran denken, groß zu bleiben, nie in sich zusammensacken und dann lasst euch in den Schritt reinfallen. Und dort gibt es halt einen Kipppunkt. Und dieser Kipppunkt ist eure Laufposition. Macht das ein paar Mal oder nehmt euch einen euren Laufpartner und lehnt euch so gegeneinander, damit ihr diesen Kipppunkt mal spürt. Servus. Hallo. Also groß machen, reinfallen lassen und dann loslaufen und versuchen mit bei vielen Leuten, denen ich das versuche zu erklären, die lassen sich immer schön reinfallen, aber die gehen dann beim Laufen sofort wieder zurück. Versucht wirklich diesen Drive vom kontrollierten Fallen mitzunehmen und das als eure Laufposition zu haben. Als nächstes, im Lauf integriert, die Arme hochnehmen, strecken, die Aufrichtung spüren, ja, und auch mal gucken, was macht der Rumpf, was machen eigentlich die Arme so die ganze Zeit, was für eine Funktion haben haben die Arme, ja. Hier ist mir wichtig, euch klar zu machen, was eigentlich wirklich bei den Armen passiert. Wenn der Arm nicht richtig arbeitet, ist die komplette Lauftechnik gestört. Ihr könnt mit einer guten Armbewegung viel kompensieren, ihr könnt Geschwindigkeit steuern, ihr könnt einen Sprint anziehen über die Armfrequenz. Probiert es also mal aus. Ich möchte euch dazu animieren, das mal auszuprobieren. Zum Beispiel auch mal mit einem Arm angelehnt zu laufen und mal zu gucken, was passiert da. Ja, also wenn ich hier laufe, was passiert da? Und das zu spüren ist immens wichtig. Und euch dann, wenn ihr das gemacht habt, während des Laufes vorstellen, der Arm ist in einem lockeren 90-Grad-Winkel und ihr schwingt nach hinten. Und hier ist ganz wichtig, über das nach hinten drücken könnt ihr beschleunigen. Über das nach vorne, das sollte locker gesehen. Die Schulter sollte entspannt sein. Entspannung im Schulter-Nackenbereich, aber trotzdem ein aktives nach hinten rausfeuern, ja, also sehr kräftiges nach hinten schieben. Da findet dann eine Beschleunigung statt und das kann euch helfen, schnell zu laufen, einen Antritt zu machen, aber auch einfach nur die Geschwindigkeit aufrecht zu erhalten. Noch abschließend zur Handposition. Zur ganzen Armgeschichte ist die Hand. Die Hand hat auch eine sehr wichtige Funktion während des Laufes. Es ist sehr wichtig, dass ihr nicht verkrampft. Die Hände nicht zusammengeballt, sodass die Knochen rauskommen. Diese verspannte Handposition verteilt sich über den ganzen Körper. Ihr werdet fest, ihr werdet steif, ihr sinkt wahrscheinlich auch so zusammen, weil ihr Spannung aufbaut. Versucht euch vorzustellen, dass ihr die Hand locker geöffnet habt und versucht euch vorzustellen, ihr habt vielleicht einen mittelgroßen Stein in der Hand liegen und diesen Stein, den müsst ihr zwar festhalten, aber er darf nicht rausfallen. Er muss immer so kurz vorm Rausfallen sein. Ja? So schaut es dann aus. So wäre falsch. Und so ist die normal richtige, lockere Handposition mit einem lockeren Handgelenk. Und dann eben hier, jetzt in Zeit.
dieses nach hinten rausschieben. Und das Ganze sieht dann am Ende so aus. Sehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Bleibt gesund in diesen Zeiten und ja, alles Gute und bis bald. Euer Patrick.